Antonia Hemmer, Patrick Romer sind getrennt. Der Anfang von Antonia Hemmers und Patrick Romers Liebesgeschichte war so schön. 2020 lernten sie sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Mit seiner sympathischen Art schlich sich Patrick nicht nur in Antonias Herz, sondern auch in das der Zuschauer. Doch ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars dieses Jahr sollte alles verändern. Hier machte Patrick vor allem damit auf sich aufmerksam, dass er seine Freundin ständig erniedrigte und beleidigte. Es wurde so schlimm, dass die Zuschauer sogar seinen Rausschmiss forderten, erfolglos, denn das Paar gewann die Show sogar. Es schien, als hätten sie dem Sommerhausfluch trotzen können, Patrick machte sich im Netz sogar darüber lustig. Die Gerüchte um eine Krise wollten jedoch nicht abreißen, und nun haben sie sich bewahrheitet. Wie Patrick und Antonia bekannt gegeben haben, sind sie ab sofort offiziell getrennte Leute. Auf Instagram verkündeten sie: Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt. Durch die vielen Höhen und Tiefen, die unsere Beziehung begleiteten, hatten wir auch diesmal bis zuletzt die Hoffnung, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand. Antonia Hemmer war noch nicht bereit, die Trennung bekannt zu geben. Nach dieser Ansage meldete sich Antonia nur wenig später mit ihrem eigenen Statement zu Wort. Auf TikTok äußerte sich die Blondine nun unter Tränen noch einmal zur Trennung. Sichtlich mitgenommen, erklärte sie: Es sind einfach extrem viele Sachen vorgefallen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Sommerhaus, sondern auch private, interne Gründe, die es fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen. Nach einem wochenlangen Auf und Ab sei es nun einfach das Beste, getrennte Wege zu gehen. Ich bin gerade, ich glaube, man kann es unschwer erkennen, fix und fertig, gab sie zu und erklärte, dass sie eigentlich noch gar nicht bereit gewesen sei, die Trennung sofort öffentlich zu machen. Dennoch möchte sie nicht schlecht über Patrick reden, ist ihm dankbar, wir hatten eine wundervolle Beziehung. Es war nicht alles so, wie es im Sommerhaus ausgesehen hat. Durch Patrick sei sie enorm gewachsen, doch nun sei es an der Zeit, dass die beiden sich alleine weiterentwickeln.